Willkommen zurück zur Demo von Ultimate Ninja Storm Revolution. Neuer Part, neues Glück. Hoffentlich. Ich würde es mir wünschen. Kakashi. Let's go. Bin mal gespannt, ob wir den Kampf gewinnen können. Also seine Gewinnquote ist höher als meine. Das heißt schon mal nichts Gutes. Let the battle begin. So, ich muss ein bisschen auf Abstand gehen. Weil ich keinen Tauschbalken mehr besitze. Oder so. Ist nicht gut. Das bringt mich aber nicht um. Ach ja. Shit. Ah. Wie touchy habe ich gerade nicht mehr gehabt. Das war's. Das war Selbstmordkommandos. Wäre jetzt egal gewesen, was ich gemacht hätte. Er hatte auch mehr Tauschbalken. Und hätte ich mich jetzt so hingestellt und abgewehrt, hätte es mir auch nichts gebracht, weil zu lange abwehren, dann betäubt er mich. Windstyle. Ja, 87%ige Siegeschance. Also, wir werden wieder verlieren. Juhu. Wenn wir verlieren, dann verlieren wir mit Naruto. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Schauen wir mal, wenn er es hinkriegt, zu verbinden. Ah, ich habe kein Chakra mehr.
Scheiße, ich hab schon wieder so richtig die Arschkarte gezogen, weil ich meinen Tauchschleifen wieder verdaddelt hab. Ja, ich hab auch... Scheiße. Und das ist halt jetzt so. Und Itachi killt mich. Ah, ja, da hatte ich wieder keine Chance, weil eigentlich müsste ich ja all die Leute kicken, die so eine hohe Quote haben, ne? Aber davon wird man auch nicht besser. Man sollte grundsätzlich immer gegen bessere Kämpfer antreten, weil aus Niederlagen lernt man. Ich meine, natürlich ist es sehr frustrierend, wenn man so oft verliert, aber Spieler, die viel mehr Erfahrung haben, können einem im Kampf auch sehr viel beibringen. Okay, sehr, sehr schlechte Verbindung, dafür aber von 6 Kämpfen keinen gewonnen. Ich habe etwas Hoffnung. Hoffnung, dass wir das gewinnen werden. Okay, Naruto versus Naruto, mal wieder. Aber mittlerweile komme ich wirklich ganz gut klar, die Charaktere auseinanderzuhalten. Am Anfang war das ja komplett unmöglich, da habe ich immer den Überblick verloren und wusste überhaupt nicht mehr, welcher Naruto ich jetzt bin. Aber mittlerweile läuft es ganz gut. Let the battle begin. Ah, okay, es ist wieder sehr zeitverzögert. So, jetzt habe ich den Vorteil. Meine ist aufgeladen. Ah, Kushina! Ich muss mich gerade ein bisschen mehr konzentrieren, weil das nämlich zeitverzögert ist, meine Eingaben. Mach mal so, oder? Schöner Abschluss mit dem Wurf. Das war so, ja, kill mich jetzt einfach. Also habe ich es dann schön beendet. Und ich habe gerade den Brecher gemacht, aber das war wieder verdrückt. Ich komme nämlich durcheinander mit dem Brecher und mit dem Wurf. Wurf ist R2 Kreis. 46 Pünktchen, immerhin. Ah, gucke an. Hatten wir den nicht als ersten Gegner in dem Part? Dann wird es jetzt der letzte Gegner in diesem Part. Schauen wir mal. Mit wem beenden wir es? Wir beenden das Ganze mit Kakashi.
gegen Sasuke. Let the battle begin. Ich hasse diese Verteidigungstypen, der steht mir immer weg. Itachi, du warst nicht unbeliebt bei mir, weißt du das? Ach, endlich. Wenigstens eine Kombo kriege ich hin. Dankeschön. Wieso achte ich eigentlich nie auf Itachi? Das war's. Naja, immerhin, ich hatte ihm mehr abgezogen als vorher. Es ist eine Verbesserung. Nee, aber da, ich habe da noch keine gute Taktik, was ich gegen diese Verteidigungstypen machen soll. Weil immer wenn ich hier hinrenne, steht mir Itachi im Weg. Da muss ich noch gucken, was ich gegen die am besten mache. Habe ich noch keine wirkliche Taktik. Das ist schwer für mich. Na gut, wir schauen einfach mal, wie es im nächsten Part laufen wird. Bis dahin. Ciao.